Und damit hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Dungeon Siege 2 Let's Plays, wo wir letzte Folge ja gerade den Anführer von den anderen hier getötet haben. Wie heißt das? Wo ist das? Da ist das Donner. Und zwar hier die Hakukak. Und da sollen wir jetzt, hier bringt die Beweise für die Erzählung dahin. Das wurde also jetzt als fertig deklariert. Wir werden aber kurz bevor wir das jetzt als fertig deklarieren, noch verkaufen. Und es wurde noch etwas anderes vorgeschlagen. Und zwar soll es wohl irgendwo die Möglichkeit geben, dass man Mana spart. Hier oben. Mana-Preis verzaubern, -6%. Das hier oben sollte ich anfangen noch zu skillen bei den einzelnen Leuten. Noch parallel mit nach oben ziehen. Ne, ihr wisst ja warum. Und das hier unten, alles klar. Also wir haben ein paar Skillpunkte und danke für den Kommentar. Seid gegrüßt. Dass ich weiß, dass man hier noch Mana sparen kann. So, ich wollte kurz gucken. Ob ich hier irgendwas brauche. Kampfmagie, nein. Kampfmagie, nein. Kampfmagie, nein. Das war veraltet. Aber... Also theoretisch gesehen könnten wir das jemand anderes in die Hand drücken. Je nachdem, was die so anhaben. Nee, das verkaufen wir. Das macht nur einen falschen Eindruck. Das Resistenz gegen Feuer. Amulett, hast du schon eins an? Nö, hier zieh an. Besser als nix. Magieschaden. Achso, können wir auch so liegen lassen. Das geht mal kurz alles. Ich muss mal... So. Wir müssen mal anfangen... Ne, wir behalten die Zauber noch, oder? Aber wir legen die mal alle auf einen anderen Charakter. Und zwar legen wir alle Zauber auf diesen Charakter. Hier zwei so. Das hier gehört auch weg. Das ist auch Müll. Auf den Charakter Inventar so. So. Das hier können wir noch verkaufen. Das hier halten wir. So. Jetzt haben wir in dem sein Inventar alles, was wir verkaufen wollen. Außer das behalten wir. Das, das, das. Und das und das. Und den einen können wir gleich noch ihr geben. Gruß euch. Kann ich etwas für euch verzaubern? Nicht schlecht für den Anfang. So. Gruß euch. Kann ich etwas für euch... Nehmt euch ruhig. So, hier also. Das alles weg. So, wie viel Mana-Pötte habe ich? Es hält sich in Grenzen. Wir machen den hier mal voll mit Mana-Pötten. Weil wir es können. So, und hier auch noch ein paar rein. So, dann haben wir zumindest ein bisschen was. Und Heilpötte auch. Alles klar, so, jetzt können wir weitergehen. Das, was wir noch verkaufen, was wir machen wollten. Jetzt laufen wir zu Dingens. So, wie heißt er denn? Dummel im Süden. Ja, da müssen wir den ganzen Weg wieder latschen, ist auch nicht schlimm. Und wir spielen heute wieder eine halbe Stunde. Ist einfach so, findet euch damit ab. Dass ich nach einer halben Stunde wieder in der Stadt stehe. Punkt. Nein, ich weiß jetzt nicht, was ich sonst machen soll. Nein, ich habe noch was anderes vor und deswegen nur eine halbe Stunde Aufnahme. Vielleicht nehme ich heute Nacht mal länger auf. Mal schauen, wie ich Lust habe. Ist ja bei mir ein bisschen von vielen Faktoren abhängig. Und ich finde es übrigens witzig, dass ich mich bei den Charakteren so unglaublich krass verskillt habe bisher. Wenn man da genau drüber nachdenkt. Aber trotzdem ist einigermaßen funktioniert. Also ich kann an den Skills echt noch so einiges verbessern. Und trotzdem läuft es auch, wenn ich echt scheiße geskillt habe mitunter. Und hier bin ich jetzt gerade verwundert, dass die Mobs alle zu meinem Tank freiwillig laufen. Ich habe schon unglaublich viel Mana verballert für das erste Stückchen. So. Was haben wir hier? Kernkampf 7 erforderlich. Bringt das überhaupt irgendwas? Was ist das? Okay. Kampfmagie 5. Das ist auch zum Verkaufen. Gut. Alles klar. So. Weiter geht's. Da hinten. Ihr wisst ja, wir müssen alles doppelt klopfen. Weil, dem halt so ist. Nein, weil halt Respawn ist, wenn man das Spiel neu startet. Das ist mittlerweile gewohnt. Und wir brauchen ja auch die XP demzufolge. Alles nicht so eng sehen.
Es ist halt nur schade, dass wir wirklich so oft den gleichen Weg schon gefightet haben. Und dieser auch nicht irgendwie mal weniger wird. So, dann haben wir den ersten, wo wir Mana Reduction skillen können. Hier. Da, Mana Reduction. Bin ja mal gespannt, wie weit man das runterskillen kann. Müsste ja irgendwann dann weniger werden. Werden es rauskriegen. Aber ich sehe jetzt schon 22% auf Stufe 3. Das erklärt natürlich, warum ich Mana-Probleme habe, wenn man das wirklich so hart reduzieren kann. Der eine gegen die Kante da castet. Nee, ich kann es nicht ändern. So. Ich hatte gehofft, dass das nicht passiert, aber... Naja, egal. Wir wissen ja mittlerweile, dass das regelmäßig passiert, dass man gegen irgendwelche Kanten castet. So, den da als nächstes. Wir hoffen, dass alle mithelfen. Was auch alle machen. Ja. Hier, das können wir noch nicht. Genau, das muss ich noch skillen. Da geht's weiter. Zwei auf einmal. Da bin ich auch gespannt. Ah, das ist eher schlecht, dass der abgedreht hat, aber nicht zu verhindern. Die machen auch wesentlich mehr Schaden als ich als Tank hier vorne, wie ihr seht. Also ich schaffe es dahin zumindest, dass die das tanken können. Naja. Gut. Wenn das die Intention hinter dem Ganzen war, dann können wir das rechtzeitig. Ich mache hier stumpf weiter auf den Mob. Mal gucken, wann ich geheilt werde. Jetzt. Jetzt auf einmal. Wunderschön. Einfach nur richtig schön bescheuert das Ganze gemacht. Aber es hat funktioniert. So, dann mal hier. Schuhe mit Stärke. Wierig. Nee, ich zieh die mit der Stärke an. Da habe ich den einen Stärkepunkt mehr, der Rest sinkt. Würde das alles steigen. Wir ziehen die ohne Stärke an. So. Das klang gut, aber war es leider nicht. Zumindest nicht im Nachgang betrachtet. So, hinten seht ihr, die lassen sich Zeit. Machen. Ne? Wie ihr es kennt. Jetzt kommen die ersten nach oben. Sehr gut, da können wir die ersten Heilpötte jetzt sogar schon holen. Das hat gerade unser Bogenschütze Level up gehabt. Natürlich genau das, was wir gerade brauchen. Damit wir mal das erste Mal ausprobieren können, ob das da wirklich funktioniert. Und zwar hier drauf, dahin skillen. Halt schon, ist es richtig? Überleben. Wurde gesagt, ich soll überleben skillen. So, nach da unten. Wenn das jetzt falsch ist, dann mache ich ein dummes Gesicht, aber ich bin der Meinung, da stand überleben. Und dann dahin. Ist schon, jetzt schon respawn. Okay. Gut. Wir sammeln einfach alles ein. Das fand ich jetzt krass, also so schneller respawn. Auf jeden Fall, weil wir diese Folge es nicht schaffen, weiterzukommen als beim letzten Mal, müssen wir wieder 10 Minuten uns dahin fighten. Ach ja, sieht auch schon aus, als wäre hier respawn gewesen. Die zwei da lassen wir dieses Mal da unten. Müssen wir nicht nochmal hochholen. Das letzte Mal schon gemacht. Obwohl ich nicht nach da unten gegangen bin. Ich weiß nicht, ob man da unten irgendwas kriegt. Das könnte man theoretisch mal noch erforschen. Und ich muss mir irgendwann noch Gedanken machen, mit welchen Angriffsspells ich meine DDs lasse, meine beiden Caster. Weil ich habe ja momentan einen auf AOE und einen auf Single Target. Ich weiß nicht, inwieweit das sinnvoll ist. Und wir das so lassen wollen. Jetzt auch mal das Skillen dahin so. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht die Idee war. Ach, hier unten ist wieder alles klar. Ja. Weiß, wo wir sind. Lassen wir sie fighten. Das
sollte auch so klappen. Standen sonst hier in dem Gebäude drin, genau. Ja, und wir kriegen nochmal einen Helm Fernkampf. Oh. Ein Helm, der mehr Rüstung bringt, die Intelligenz verringert. Der hier erhöht. Nee, das macht keinen Sinn. Schade. Hier noch fix alles aufmachen. Hatten wir schon. Das merkte sich, dass ich alles aufgemacht hatte. Andere Sachen merkte sich nicht. Aber dass ich alles aufgemacht habe. Aber zumindest sind die Level-Ups, die wir hier bekommen, gut. Müssen wir nach rechts rein, nicht nach links. Da hinten hin. Und hier links sind wir dann auch, wenn wir da weitergehen, wieder im neuen Content. Falls wir da irgendwann ankommen werden heute noch. Ich weiß ja nicht, was wir noch an Sidequests heute kriegen. Wie das genau ablaufen wird. Das hat Stärke verbessert. Einzigartige Elementararmschienen. Mittlerweile tropft echt harter Loot, ne? Muss man ja mal sagen. Also, oder wir haben diese Folge einfach so unglaublich viel Glück, aber wir haben echt viel Glück, was Loot angeht überhaupt. Wer ist das für Kampfmagie? Na gut, okay. So zum Thema, dass wir Glück haben. Hier einmal die Mana-Pötte rausholen. So. Und dann gehen wir als nächstes hier unten rein, wo wir schon waren, und sagen dem Bescheid, dass wir hier für Frieden gesorgt haben. Mal gucken, ob das klappt oder ob die keinen Bock darauf haben. Rand ihr nix tut, Dryaden nix tut, schlecht. Hä? Die Aufgabe war, bringt die Beweise für eure Erzählungen zu Helsa und Maren. Die Krankenstation befindet sich. Ach, ich sollte lesen lernen. Ach, naja, gut. Ach. Das war jetzt mein Fail. Macht euch ja keine Hoffnung. Was passiert öfters mal. 13 Minuten lang gefightet, um dann zu lesen, dass wir falsch sind. Ich weiß übrigens nicht, warum manchmal die hier hinten rumstehen und nichts machen. Ich ignoriere das mittlerweile, mir ist das egal. Die greifen an, wenn sie angreifen können, solange wie sie irgendwie interagieren. Ich weiß nicht, ob das Ganze verbuggt ist, dass die manchmal einfach rumstehen und nichts machen. Ob das Out-of-Sight-Probleme sind, aber ich habe nicht die Lust, jeden Charakter in jeder Position richtig immer hinzustellen. Es ist einfach so, wie es ist. Punkt. Auf geht's zur Krankenstation. Guck mal, Respawn. Wie viel Level habe ich denn eigentlich? 13. Na gut. Hoch genug, als dass ich sagen kann, dass es mir quasi egal ist. Jetzt schießen sie alle. Ne? Ich wette mit euch, ich habe irgendwie vom gesamten Spiel, was ich irgendwie schaffen muss, irgendwie die ersten 3% oder so geschafft. Gefühlt übertrieben ausgedrückt. Und demzufolge glaube ich, dass wir noch echt lange für Dungeon Siege brauchen werden. Also die Hoffnung, dass wir hier schnell durch sind, ist, glaube ich, echt einfach nur ein vergebene Liebensmühe. Also ich will ja auch nicht jetzt sagen, dass ich hier unbedingt schnell durch will, aber wir haben ja erst seit kurzem Spaß am Spiel gefunden. Vielleicht bleiben wir auch noch länger bei. Aber am Anfang hatte ich echt gehofft, dass wir schnell fertig werden mit Dungeon Siege. Ich habe keine Ahnung, wie groß Dungeon Siege wirklich am Ende ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass das hier wirklich die komplette Karte ist. Wenn doch, dann sind wir echt ein bisschen lange unterwegs. So, auf in die Stadt. Wie gesagt. Und dann
Zur Krankenstation. Die müsste da sein. Genau. Da drauf. Einen angenehmen Klick, laufen sie auch alle direkt da drauf und bewegen erst das dann. Wie war das? Mann. Es ist wirklich unglaublich, wie es funktioniert so lange. Ja, so lange hat es funktioniert. Und dann verlässt man sich einmal da drauf. Einmal. Oder nö. Nö. Funktioniert nicht. Nö. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Was soll ich dazu sagen? Ach ja. Ich glaube, ich weiß auch warum. Und zwar sind das unsere beiden Dingens, unsere beiden Caster, und die werden versuchen, Abstand zu halten. Und deswegen sieht das so aus. Also das ist eine Vermutung. Halt, stopp, mit denen hier sollte ich reden. Hier ist die Krankenstation. Genau. Mal gucken, was es für eine Belohnung gibt, Mensch. Freut mich, euch wiederzusehen. Redet mit Hessler, wenn ihr Neuigkeiten für sie habt. Oh ja, ich bin falsch angeklickt. Ja. Hallo, Hessler. Ihr seid zurück. Bitte sagt mir, dass Ron und sein dreckiger hoher Priestervater tot sind. Ich habe in der Tat einen Haku-Priester getötet, aber nicht den, von dem ihr sprecht. Was? Einen anderen Priester? Erklärt! Es ist, wie Tansi sagte, die jüngsten Überfälle wurden von einigen Haku-Aufständigen begangen. Die meisten Haku sind darüber entsetzt. Sie würden lieber in Frieden mit euch leben. Ich habe mit den Thronräuber und seinen Poroten abgerechnet. Die Haku werden euch nicht länger belästigen. Zum Beweis überbringe ich euch den Kopfschmuck des Thronräubers, der eure Tochter entführte. Siehst du, Mutter? Du hättest sie nicht so voreilig verurteilen sollen. Ron hat mir das Leben gerettet. Glaubst du mir jetzt? Interessant. Fast genau so, wie Tansi es erzählt hat. Ich glaubte ihr nicht, aber wer hätte das auch? Die Geschichte war einfach zu fantastisch. Aber jetzt, ihr redet von Haku, die ehrenhaft handelten. Zum Dank für diesen Kopfschmuck und eure Ehrlichkeit will ich euch diese besondere Belohnung überreichen. Ich habe viel von euch gelernt und stehe tief in eurer Schuld. Ich danke euch. Es freut mich, dass ich helfen konnte. So, was haben wir hier bekommen? Zum Verzaubern von Schilden. Und wir hatten noch... Was ist das? Nee. Eine feste Lederstiefel aus der Nahkampf? Nein, das war es niemals. Was ist das andere, was ich gelootet habe? Ich habe doch zwei was aufgehoben. Wurmtänzer, Kampfmagie. Kann es beides nicht sein. Ich habe irgendwas gelootet und weiß nicht, wo es hin ist. Naja. Ist auch egal. Hier ist Skillen. Einmal hier geht es ganz normal weiter. Euch die Zähigkeit, Resistenz gegen Psychische. Ja, das wollte ich skillen. So, hier skillen wir das. Sodass wir hier ausgeglichen skillen. Hier skillen wir das hoch und hier auch. Damit der Mana-Verbrauch sich senkt. Und dann können wir es wieder auf den Weg machen. Jetzt ein paar Meter. Mal alle hier hin. Wollen wir noch fix verkaufen? Nee, wir verkaufen jetzt ausnahmsweise mal nicht. Wir sind uns wieder auf den Sack, dass wir verkaufen und das am Ende noch mehr Zeit hier rauszögert. Wir machen jetzt noch 10 Minuten da weiter, hoffen, dass wir vielleicht noch ein bisschen was entdecken. In den 10 Minuten, wenn nicht, müssen wir in der nächsten Folge den ganzen Weg nochmal machen. Haben aber dafür zumindest Level-Ups gefarmt. Weil das gab ja jetzt auch gut XP auf die Spezialisierung. Das muss man ja immer sagen. Es wird ja anscheinend unterschiedlich gelevelt. Es gibt ja einmal die Spezialisierung, die levelt, die man ausgewählt hat. Und einmal das eigentliche Level vom Charakter. Das gab es aber bei Dungeon Siege 1. Ja, nicht so ganz. Da gab es die Stärke und das Level von der Fähigkeit. Hier gibt es die... Also, hier gibt es einmal das, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, die Klassenstatistik als Level
Bonus und das eigentliche Level vom Charakter nochmal. Wobei, der ist Level 11 und hat nichts, was darauf hindeutet, dass er Level 11 ist. Das hier ist 10. Der ist Level 11 und na gut. Also bei manchen ist es ungefähr gleich hoch. Und bei manchen Charakteren ist es irgendwie, ist es ein leichter Unterschied drin. Ne? Also man hätte jetzt sagen können, okay, vielleicht hier, dass der Nahkampf das Level ausmacht. Aber nee, der eine Charakter sagt, das stimmt nicht. Aber ist mir am Ende auch egal. Ich weiß nicht, für was das eigentliche Level ist. Von dem Charakter. Reitet ihr da hinten? Oder warum lauft ihr nicht? Bitte unterlasst so etwas. Einfach stehen bleiben. Das ist nicht die Spielweise, die ich mag. So, bis jetzt auch kein Respawn, da haben wir wenigstens noch 9 Minuten frisches Spiel-Gameplay. Ja gut, wir haben ja auch was gemacht. Kann ja nicht sagen, dass wir haben nichts gemacht, aber wir haben nur sinnlose Sachen gemacht. Obwohl, wir hätten uns jetzt hier auch wieder durchfighten müssen. Also es sind jetzt eigentlich, dadurch, dass jetzt hier kein großer Respawn war, hat es jetzt nicht so viel Zeit gekostet, wie es im ersten Moment aussah. Demzufolge können wir auch die Kirche im Dorf lassen, auch wenn wir kein Dorf haben, wo eine Kirche reinpasst. Also erstmal egal. Ich dachte, hier oben sind noch Gegner. Ja, sind sie auch. Okay. Wir lassen die da hinten einfach stehen. Die fighten schon, wenn sie Bock haben. Wenn nicht, dann nicht. Gar nicht versuchen einzumischen. Mich interessiert gleich tatsächlich eher der Mana-Verbrauch. Bald. Also jetzt noch nicht, aber so als nächstes wäre das für mich der interessanteste Punkt. Den der Mana-Verbrauch handhaben wird. Dass sich jetzt nächster Zeit für mich irgendwie so kennzeichnet, dass ich sage, das wird was. Was haut ihr denn hier? Ach, wie die verteidigen sich vernünftig. Passt alles gut. Stufe 11 in Naturmagie. Ah, der hier. Guter Silberring. Resistenz gegen Eis. Ich brauche zwar keinen Ring, der jetzt Resistenz gegen Eis liefert, aber wir ziehen ihn einfach an. Wäre ja wieder schade, den nicht anzuziehen. Und dafür, dass das gerade übrigens wieder so ein doch recht harter Mob, zumindest vom Aussehen her war, haben wir jetzt immer wieder problemlos durchgekommen. So. Jetzt noch, kommen wir da rein? Oder ist das nur Makulatur? Nö. Ich bin ja mal gespannt, ob wir irgendwann an dem Punkt angelangen, wo ich selber feststelle, dass Erkunden lohnt sich. Oh Mensch, guck mal, hier hinten wäre der nächste Teleporter gewesen. Den hätten wir beim letzten Mal doch schon eigentlich noch erspielen können. Ah naja, es ist jetzt so, wie es ist. Einfach Schaden machen. Festkranke Triade ist wütend auf Luther wegen eines Heilzaubers. Ja, von mir aus. Irgend greift auch noch was an. Aber alles noch gut. Auch wenn die Akro gerade noch nicht perfekt ist. Das ist kranker Waldboden. Ja, passt doch. Ich sag doch. Einfach machen lassen. Die NPCs kriegen schon alleine hin. So. Wir haben hier den nächsten Teleporter entdeckt. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir hier kürzeren Weg vor uns. Und machen jetzt zwar 6 Minuten lang Fortschritt, aber diese 6 Minuten werden dann jetzt wirklich verloren gehen. Ich habe letztes Mal schon überlegt, ob ich vielleicht noch gucken soll, ob ich den nächsten Teleporter finde. Aber ich hatte Schiss, dass ich irgendwie an was sowas Starkes gerate, dass es gar nicht klappt. Jetzt kämpfen wir gleich gegen Geister. Prächtige Splitterseele. Sie halten nichts aus, von daher kann es mir egal sein. Die drücken nur gut rein. Ist hier hoch? Nein. Ich möchte übrigens noch mehr erwähnen, dass in der Form, wie wir momentan spielen, hier Dungeon Siege Spaß macht. Auch wenn jetzt hier, wie zum Beispiel gerade eben, da verreckt halt mal einer kurz, aber ist ja egal. Wenn da mal einer verreckt, kriegt kein Hahn nach. Interessant wird es ja erst, sobald er irgendwie, ja, er komplett tot ist oder mehrere verrecken, aber einer, den hast du ja schnell wieder aufgehoben.
Kannst du schon wieder Stärke verbessert? Nee, wie viele Level-Ups kriegst du denn? Stärke. Stärke hat er denn eigentlich schon? 67. Okay. Naja, er ist ja auch mein Tank. Es wäre ganz hilfreich, wenn er Stärke hochbekommt. Ich will mich da jetzt nicht beschweren drüber. Ja. Abbruch auf die Heiler, weil sie geheilt haben. Steht auch im Chat unten. Das ist okay. Und die sind aktuell auch mehr mit Heilen beschäftigt als mit allen anderen. Drücken wir mal auf die 1. Einfach weil wir es können. Auch wenn sie nicht viel bringt, dann halten sie viel aus. Obwohl ich bis jetzt immer, ich sage mal, es bringt nichts auf die 1 zu skillen, aber wirklich wissen tue ich es halt auch nicht, ne? Tut mein kleiner Pfeiler. Wunderschön. Oh, ein Wams. Was Gelbes. Hinten habt ihr hoffentlich gelootet. Der Wams ist für Fernkampf. Wir werden angegriffen. Jetzt nochmal hier. Ist der wirklich besser? Das Ding sorgt für mehr Intelligenz, senkt aber den Schaden. Okay, der Wams ist besser. Gut. Alles klar. Ist gekauft, angezogen. Da hinten gibt es Mana. Alter, ist hier viel. Okay, also das beim nächsten Mal vollständig zu erkunden. Das wird aber etwas aufwendiger. Sage ich euch aber gleich. Da kippt mir fast der Tank um. Das könnte mal ein Vibe werden. Von der Menge an Leuten, die hier gerade Schaden bekommen. Ich ziehe einfach knallhart durch und drücke auf den Lebensteilknöpfen rum. War gerade mehr mit oben beschäftigt, sorry, aber es stehen alle auf Angreifen. Sieht aber tatsächlich unerwartet gut aus. Da hinten weiter, der hier. Mann, 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 was für eine Truppe. Okay, bis auf den einen haben wir es geschafft. Den kriegen wir auch noch tot. So. Wir gehen erstmal kurz hier zurück. Haben nämlich eine Waffe bekommen, die ich mir kurz anschauen möchte. Die mehr Schaden macht. Jetzt zwar weniger Intelligenz. Weniger Stärke, aber macht mehr Schaden. Mir ist der Schaden wichtiger mittlerweile. Ihr habt das ja schon das letzte Mal gesagt. Wahrscheinlich werde ich es bei der erstbesten Waffe, die ich wieder finde, austauschen. Aber dann ist es einfach so. Wir besorgen uns noch die Mana-Pötte. Bevor ich jetzt sage, ich beende sofort die Folge. Die können wir auch noch klatschen, oder? Ja. Aber interessant. Also früher wären wir an dieser Truppe mehrmals hoffnungslos gescheitert. Dieses Mal so, ja, ach komm. Das klappt schon irgendwie. Lass es uns nicht zu hart übertreiben und dann kriegen wir das schon geschissen. Ein unterirdischer Unterschlupf heißt das Ding einfach nur. Kurz hier das skillen. So. Weil wir Mana sparen wollen. Da haben wir eine Tür und da haben wir eine Tür. Ja. Rechne ich mal damit, dass ich hier nächste Folge weitermache. Jetzt werde ich diese Folge nicht alles erkundet kriegen. Wunderschön. Greifen zwar nicht an, aber sie machen irgendwas. Doch, die greifen da draußen den einen an. So. Wir looten noch alles und dann kommen wir zum Ende. Kompositbogen. Da. Weniger Schaden. Und dann werden wir nächste Folge schauen, was wir hier hinten so finden. Wir werden das Ganze nochmal erkunden, einfach weil wir die XP mitnehmen wollen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst noch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich bin noch fix fertig. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage. So jetzt. Also. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst noch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.